haben diese relativ hohe Quote von Nicht-Geimpften. So. Jetzt Boosterimpfungen wahllos für alle zu empfehlen, macht keinen Sinn, wenn wir tatsächlich eine klare Indikation haben für Menschen, die jetzt im anstehenden Winter besonders gefährdet sind. Und das sind dann nun mal die über 70-Jährigen. Herr Scherer hat es auch gesagt, Altenheime, da spielt ja tatsächlich vom Krankheitsgeschehen die Musik. Und deshalb müssen wir die geordnet abarbeiten. Das kriegen wir auch hin. Und solange wir nicht eine Impfquote von 80-90%, brauchen wir uns ja nicht Gedanken darüber machen, ob wir sterile Immunität erzeugen. Und die Datenlage ist im Moment überhaupt noch nicht sicher, ob das überhaupt passiert. Und von daher ist auch klar, dass wir alle sehr stringent an der STIKO-Empfehlung hängen.